Folgendes passiert. Wir treffen uns einmal die Woche, also wir sind eine junge Truppe, bunt gemischt. Sogar der Martin Hauwack, der Künstler, ist bei uns dabei. Ja, also es gibt einen Tanz, in dem sich die Männer und Frauen voneinander verbeugen, bevor sie zum nächsten Partner weiter tanzen. Bei dieser Verbeugung hat eine der Frauen angefangen, die Männer abzuküssen, die an ihr vorbeigekommen sind. Das haben wir dann nachgemacht. Und ja, es muss eine Klimmzugbauke entstanden. Normalerweise bin ich nicht so, aber das ist mit durchgegangen. Aneta Sutschkova, Friseurin, 6, 7, 8. Ich möchte behalten, es ist Folgendes passiert. Wir lassen uns öfter mal einen Spaß einfallen, die Jungs aus der Tanzgruppe zu retten. Einmal haben wir ihre Schuhe alle zusammengebrochen. Also es gibt einen Tanz, bei dem sich die Frauen ganz schnell um die Männer herumdrehen und dabei fliegen die Röcke so richtig hoch. Ich weiß nicht mehr, wer auf die Idee kam. Als wir den Tanz für ein Weinfest im Nachbarort geprobt hatten, da haben wir alle keine Unterhosen angehabt. Die Jungs, die haben gejohlt und gelacht und da haben wir die Blusen ausgezogen und oben ohne weiter getanzt. Normalerweise bin ich nicht so, aber da ist es mit mir durchgegangen. Jana Machalitska, Angestellte in der Kaufhalle. 5, 6, 7, 8. Also ich möchte behaupten, es ist Folgendes passiert. Ihre Koch, die Leiterin der Tanzgruppe, ist sonst eher eine extrem trockene Frau. Steif würde ich nicht sagen, aber wir sitzen in einer Pause gemeinsam im Kreis. Jeder hat seine Wasserflasche dabei. Wir unterhalten uns. Da sehe ich, wie ihre Kochs rechte Hand auf den Schoß von Pavel liegt, während sie sich ungerührt mit Marek unterhält, der links von ihr sitzt. Ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen, aber sie massierte ganz genüsslich und ohne jede Scham die Hose von Pavel, in der sich deutlich ein erigierter Penis abzeichnete. Dazu muss man sagen, die Jirkova ist eine verheiratete Frau und hat drei Kinder. Aber du bist angestellt als Segenwerk. 5, 6, 7, 8. Ich weiß nicht, was die anderen reden. Aber es ist nicht passiert in der Tanzgruppe. Ich war an dem betreffenden Tag auch gar nicht anwesend. Martin Hauwack, Bildhauer und Stuckateur. 5, 6, 7, 8. Also, ich möchte behaupten, das Volk ist parasitiert. Das Volk ist passiert jetzt. Stellen Sie sich vor, aus einem Herumalbern in der Gruppe entsteht eine aufgereizte Stimmung. Plötzlich beginnt ein Paar sich zu küssen. Die anderen feuern es an. Das Paar geht zu Boden. Jemand gesellt sich dazu. Die Erregung greift um sich. Lecken. Plötzlich befinden sie sich wie in einer Blase, in der man nur noch Lippen sieht und Haut, die man berühren möchte. Und alles Textile wird da überflüssig. Für mich war das eine Entfesselung, nach der ich erst gemerkt habe, wie unfrei ich vorher gelebt habe. Wie viele Denkverbote, wie viele Verklemmungen, Lustverbote,
Sei lustvoll, sei bedenkenlos, sei dem Leben gegenüber offen und immer neu. Das hat mir der Parasit gesagt. 5, 6, 7, 8. Beides Mädchen. Die Frucht dieser legendären Tanzstunde. Katzenkinder nennt man dieses Mädchen bei uns. Anfang 2002 habe ich einen Auftrag für eine Statue gegenüber vom Rathaus bekommen. Ich habe 2 Mädchen gemacht. Beide 8. Ja, sie haben das Antlitz der Katzenkinder. Aber darüber möchte heute keiner mehr sprechen. Die Tanzgruppe wurde aufgelöst. Heute gibt es eine neue Gruppe. Unter neuer Leitung. Es ist bis heute nicht bewiesen, dass die Wurstwaffe mit Toxoplasma verseucht war. Die Leute hätten sich eben genauso gut an ihrer Katze anstecken können. Ja. Es ist aber auffällig, dass alle Erkrankten in K. von deiner Wurst gegessen haben. Das sind so die typischen Gemeinheiten und Unterstellungen einer kleinen Stadt. Da hat jeder mit jedem eine Rechnung offen. Die Lebensmittelkontrolle hatte bei uns immer allerhöchste Qualität, auch vor der Wende. Die entsprach immer den allerhöchsten EU-Standards. Ja, sicher gab es auch eine Phase des Übergangs, als Anfang der 90er alle staatlichen Schlachtbetriebe privatisiert wurden, wo man beide Augen zudrücken musste. Siehste. Ja, das war eine gewaltige Aufgabe. Eine äußerst unübersichtliche Situation. Eigentlich wusste niemand so recht, wer das Sagen hat. Die meisten Betriebe waren veraltet. Wir mussten viel improvisieren, da musste erstmal investiert werden. Ja, und Importfleisch. Also damals kam ja viel aus Rumänien. Und vom Balkan. Ja, aber anders wäre das auch gar nicht zu machen gewesen. Stellen Sie sich vor, Sie müssten sich plötzlich in einem freien Markt behaupten. Ich meine, wir in Tschechien, wir hatten ja nicht den großen westlichen Bruder, der uns das Geld hinten reingesteckt hat. Wir mussten alles von selber schaffen. Fertig. Ich habe da sowieso eine ganz andere Theorie. Und welche? Erstens. Mitte der 70er Jahre hat die tschechoslowakische Volksarmee Versuche mit LSD durchgeführt, um die Kampfbereitschaft der Truppen zu stärken, die Aggressivität zu steigern und die Hemmung zu töten zu senken. Die Ergebnisse sind katastrophal. Ja, das könnt ihr euch mal auf YouTube angucken. Ja, auf YouTube. 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 Ja? Seit der Öffnung der Archive in den 90er Jahren.